Hi, das hier ist ein richtig feuriges Piri-Piri-Hähnchen vom Grill und wie ihr das zusammen mit diesem leckeren Käsebaguette macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier sind jetzt die Zutaten, die ich für mein Piri-Piri-Hähnchen brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier ist Pollofino, das sind ausgelöste Hähnchen-Oberkeulen. Habe ich bei Jurbeef bestellt. Link zum Fleisch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das ist im Prinzip das saftigste Stück vom Hähnchen. Eignet sich hervorragend fürs Direktgrillen und deswegen verwenden wir es auch. Das möchte ich marinieren und zwar Piri-Piri-Style. Das heißt, es hat richtig Bums. Ihr seht schon hier, 5 Habaneros liegen hier. Wir brauchen Paprika, Schalotte, natürlich frischen Knoblauch, den Saft von Zitronen, ein wenig Essig und an Gewürzen brauchen wir Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Thymian, Basilikum sowie etwas Chilipulver. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im späteren Verlauf brauche ich noch ein Baguette, einen Block Käse und etwas von meiner Bacon Goodness Rub. Dazu kommen wir aber später, denn das Hähnchen muss marinieren, die Zeit soll es kriegen und deswegen bereiten wir das jetzt vor. So, bevor ich starte, möchte ich direkt einen Tipp loswerden. Verwendet so eine Kunststoffunterlage. Das schützt euer Brett nicht nur vor dem rohen Hähnchenfleisch, sondern eben auch von den Ölen, die in diesen Chilis drin sind. Ich werde jetzt hier vorne, die anschneiden. Das reicht schon. Dann wandern die direkt in meinen Mixtopf hinein. Ich möchte einfach nur, dass das grüne Zeug eben weg ist, der Strunk vorne. Und Habanero haben einfach einen unverwechselbaren Geruch bzw. Aroma. Es ist absolut fantastisch und es macht eine Menge an diesem Gericht aus. Dann habe ich hier die Spitzpaprika, da machen wir das Gleiche. Da schneiden wir vorne die grünen Enden ab. Dann schneide ich sie einmal auf, denn bei den Habanero haben wir jetzt das Kerngehäuse drin gelassen, weil halt einfach da auch die Schärfe drin steckt. Hier bei den Spitzpaprika, da steckt halt keine Schärfe drin, gar nichts. Das können wir also einfach rausnehmen. Das sind unnötige Kerne, die wir dann in der Marinade hätten. Das muss ja nicht sein. So, und dann gehe ich wirklich einmal nur grob mit dem Messer durch, dass wir die Stücke ein bisschen kleiner haben. Auch das wandert mit in den Mixtopf. Dann habe ich hier eine Schalotte. Die wird jetzt gerade nur geschält. Und so, wer bis hierhin aufgepasst hat, wird wissen, auch die Schalotte wandert mit in den Mixtopf. So, jetzt habe ich hier noch den frischen Knoblauch. Den möchte ich gleich einfach noch nicht mehr mixen. Aber das, was jetzt hier drin ist, das wandert jetzt alles mal in den Mixer und wird klein püriert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mein lieber Scholli, wenn ihr den Mixdeckel aufmacht, da kommt euch was entgegen. Das ist vom Allerfeinsten. So, jetzt habe ich hier meinen frischen Knoblauch. Der wird jetzt gerade erstmal geschält. Bei frischem Knoblauch ist das Äußere ja nicht so vertrocknet wie bei dem normalen aus dem Supermarkt. Was bedeutet, wir müssen ihn jetzt nicht wirklich komplett schälen. Ich schneide ihn jetzt einfach klein bzw. hacke ihn klein. So, und wenn der Knoblauch dann einigermaßen klein ist, kommt er jetzt mit in den Mixtopf hinein. So, weiter geht's mit den Zutaten. Ich habe jetzt also hier die Gewürze. Die kommen mit hinein. Dann einen Teelöffel Essig. Und jetzt kommt eben noch der Saft von den 2 Zitronen. Ich habe meinen Zitronenauspresser gesucht, ich habe ihn nicht gefunden, demnach müssen wir das heute wieder von Hand machen. Bedeutet, sie werden erstmal so auf dem Brett ein bisschen gepresst. Angeschnitten und ausgedrückt. Wenn jetzt da Kerne mit in die Marinade reinfallen, ist das kein Problem, es ist ja nur die Marinade. So, Saft von 2 Zitronen ist drin, jetzt lasse ich das Ganze noch einmal kurz durchrühren. Und damit ist meine Piri-Piri-Marinade fertig. Jetzt können wir das Hähnchen auspacken und marinieren. So, das ist also das Pollofino. Ausgelöste Hähnchen-Oberkeulen. Da ist auch noch die Haut mit drauf. Dadurch, dass wir das gleich scharf angrillen wollen, ist das überhaupt kein Thema. Die bleibt jetzt einfach drauf. Und ich schnappe mir jetzt die Marinade, gebe sie da drüber. Und dann wird das Ganze jetzt gut durchgemischt, dass die Marinade auch überall hinkommt. Dann kommt ein Deckel drauf und ich stelle das Ganze jetzt die nächsten 4 bis 5 Stunden in den Kühlschrank, lasse es ordentlich durchziehen und dann sehen wir uns wieder. So, 5 Stunden sind rum, das Piri-Piri-Hähnchen ist schön durchgezogen. Jetzt habe ich hier einen Block Emmentaler Käse sowie ein Baguette und das Ganze werden wir jetzt zusammenfügen. Hähnchen stelle ich nochmal kurz beiseite. Wir nehmen uns ein Messer und schneiden den Block in 2 Stücke und dann schneide ich jetzt daraus immer solche Würfel.
So, wenn ich das in Würfel geschnitten habe, schnappe ich mir das Baguette, schneide jeweils die Enden ab und dann schneide ich solche Stücke, so in der Größe. So, und dann gehe ich hin und drücke mit den Fingern so den Teig nach innen. Immer halt so schön runterdrücken, dass wir da eine schöne Kuhle drin haben. Und dass eben der Teig auch das Ganze unten eben auch verschließt. In die Becher gebe ich dann jeweils immer ein klein wenig von meiner Bacon Goodness Mischung. Und dann nehme ich mir so einen Käsewürfel und setze den gerade da rein. So, wunderbar. Damit sind meine Käsebaguettes fertig vorbereitet. Die kommen jetzt gleich auf den Grill, auf den Warmhalterost. Und wir braten jetzt bzw. grillen jetzt das Hähnchen an. So, den Grill habe ich mir vorbereitet. Hier habe ich eine Griddelplatte draufgelegt. Ganz einfach deswegen, ich möchte ja nicht, dass mir die ganze Marinade jetzt gleich in den Grill reinläuft. Deswegen machen wir das auf jeden Fall mit dieser Griddelplatte. Und dann nehme ich mir meine Grillzange und lege jetzt das Piri-Piri-Hähnchen mit der Hautseite nach unten zuerst einmal auf diese Gussplatte. Und wie ihr hören könnt, da ist Hitze am Start. Und ganz wichtig der Hinweis, und ich merke es auch gerade schon im Hals, kommt den Dämpfen nicht zu nah. Durch die Habanero, die da drin sind, Leute, das hat richtig Schub. So, jetzt machen wir den Deckel zu. Oh, Leute, da kommt er. Jetzt machen wir den Deckel zu und lassen das Ganze mal ordentlich angrillen. So, kurze Zeit später stellen wir jetzt die Baguette-Scheiben bzw. Baguette-Kelche hier oben auf den Warmhalterost drauf. So, lassen da also den Käse schön schmelzen. Schauen mal nach unserem Piri-Piri-Hähnchen. Die Haut hat natürlich jetzt noch keine Farbe gekriegt. Jetzt ist erstmal die ganze Marinade sozusagen verkocht. Aber das kriegen wir noch. Wir kriegen die Farbe noch dran. Ich drehe es jetzt noch einmal kurz um, dass die andere Seite kurz anbrät. Und dann knuspern wir gleich die Haut auf. Ein bisschen was geht ja schon. Eine Viertelstunde später ist unser Piri-Piri-Hähnchen bei einer Kerntemperatur von 75 Grad, also fast fertig. Es sieht fantastisch aus. Die Haut ist knusprig geworden. Richtig gut. Und schaut mal hier oben unsere Baguette mit dem Käse drin. Der ist schön geschmolzen, perfekt. Ich lasse das Ganze jetzt noch 5 Minuten ziehen, weil wie gesagt, wir sind jetzt bei 75 Grad, ein bisschen mehr darf es schon noch haben. Und dann wird probiert. So, und wenn ihr dann kurz Zeit später die ersten Käsetropfen hier runterfallen seht, wisst ihr, hier oben ist alles geschmolzen. Jetzt können wir die Baguette-Stücke runternehmen. Kurzer Blick unten drunter. Guck mal, der guckt den Käse raus. Perfekt. Die nehmen wir jetzt runter. Haben eine schöne Beilage zu unserem Piri-Piri-Hähnchen und jetzt wird probiert. So, hier habe ich also ein Käsebaguette und ein Stück von dem Piri-Piri-Hähnchen und wir fangen mal mit dem Hähnchen an. Die Haut ist richtig schön knusprig und die Schärfe schiebt richtig schön von hinten nach. Also die Habanero, die da drin sind, die werdet ihr ganz klar merken, das Gericht ist auf gar keinen Fall kindertauglich. Ragt weit in den Hals hinein, heißt es so schön. Ne? Jetzt habe ich hier mein Käsebaguette, das habe ich ja gemacht, um zu löschen. Und das kann man entweder aufbrechen. Guck mal mit dem geschmolzenen Käse. Großartig. Und nehmen wir jetzt einfach mal so ein Eckchen davon. Zum Wohl. Der Emmentaler Käse zusammen mit der Bacon Goodness Mischung, das ist eine herrliche Mischung und entschärft das Ganze deutlich. Passt also perfekt zu diesem Piri-Piri-Hähnchen, was ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Also wenn ihr scharf gerne mögt, dann ist das da genau das Richtige. Das Aroma der Habanero
Ist einfach überragend, passt perfekt zusammen. Solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Link zum Fleisch zu Yobi findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, und könnt ihr gerne auf kostenfreier Ehrengrillerbasis abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder Insta-Stories von meinen Videos. Da seid ihr also einfach näher dran. Da gibt es immer kurze Videos zu schauen. Schaut also gerne mal rum. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.